In diesem Video möchte ich mit euch über unseren Stabilisator sprechen. Dieser Stabilisator ist eine alternative Befestigungsmöglichkeit für alle Bafang BBS 01, BBS 02 und BBS AD Motoren mit einer Tretlagerbreite von 68 mm. Bei breiteren Tretlager passt er nicht. Dieser Artikel ersetzt die Dreiecksplatte bzw. die Triangelplatte zur Befestigung des Motors. Damit muss sich der Motor nicht mehr in den Rahmen festkrallen, sondern wird durch diese Verlängerung nach oben gehalten. Dieses Produkt ist aus hochfestem Edelstahl und passt bei den meisten Bikes. Der Stabilisator lässt sich auch etwas biegen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber der gibt hier ein bisschen nach, damit man das Ganze halt eben schön an den Motor anpassen kann, beziehungsweise an den Rahmen anpassen kann. Und so funktioniert die Montage des Ganzen. Hierfür verwenden wir jetzt einen BBS-HD Motor in der 68er Variante und ein Fahrrad, bei dem das Tretlager bereits ausgebaut wurde. So, jetzt setzen wir den Motor ins Tretlager ein. Motor sitzt, anstelle dieser Dreiecksplatte wird eben jetzt dieser Stabilisator angebracht und mit den Schrauben befestigt. So. So, jetzt haben wir die Schrauben hier befestigt und jetzt wird hier im vorderen Teil meistens mit Hilfe einer Schlauchklemme das Ganze hier dran am Rahmen befestigt. Gegebenenfalls kann man das auch mit Schrauben machen, wenn man Ösen vorhanden hat, damit sich der Motor eben dann nicht mehr drehen lässt. Dass der Motor hier dran geklemmt wird und sich hier nicht mehr wegbewegen lässt. Somit ist die Motorposition dann fixiert und zugleich wird der Rahmen im Bereich des Tretlagers geschont. Kein Festkrallen der Dreiecksplatte am Rahmen. Eben, ich weiß nicht, ob ihr diese Kerben hier seht, aber diese krallen sich ja normalerweise eben hier im Rahmen fest. Bei breiteren Motorversionen klappt es deshalb nicht, da hierbei der Abstand vom Tretlagerende bis zum Unterrohr größer ist und die Verlängerung des Stabilisators somit nicht passt. Wenn wir das jetzt hier mal ganz kurz eben vergleichen, gehen hier diese Aufnahmen. Die Aufnahmen hier, wo eben diese Platte befestigt wird, ist breiter. Und somit würde dieser Stabilisator sich am Rahmen vorbei bewegen. Und deshalb ist es mit breiteren Motorversionen nicht machbar.